Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Fever. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mir hier ein bisschen über die Schulter schaust, was ich hier so treibe oder auch nicht. Ich bin hier gerade wieder bei Fort Worth, weil da haben wir in der letzten Folge ja festgestellt, dass uns unsere Liniennutzung hier nicht so optimal ist und ja, wir da eigentlich auch viel Geld verlieren. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir könnten ja da zur Straßenbahn noch eine Buslinie dazu bauen. Und ich denke, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Und zwar bauen wir dann so, wir haben jetzt hier so Haltestellen, einmal so, wir haben so eine Außenrumlinie eigentlich, ne? Und für die Busse, da gehen wir jetzt mal ein bisschen anders vor. Also wir kommen schon auch von hier und setzen dann allerdings unsere erste, ah super, ist wieder kein Geld mehr. Ich muss mal hier eine schnellere Zeitbeschleunigung machen, dass da Geld wieder reinkommt. Und ich würde sagen, wir setzen dann mal hier eine Bushaltestelle hin. Da hätten wir dann so eine Doppelhaltestelle meinetwegen. Hier ist wieder kein Geld. Es wird schwierig jetzt hier zu bauen. Also momentan geht ja echt das Geld so dermaßen im Bach runter. Das ist ja nicht schön. Aber wieso eigentlich? Ja, unsere alle Linien fahren, ja nicht alle, aber viele fahren hier auf Minus. Was denn der ÖVPN auch? ÖPNV meine ich. Dann, ja. Kohle Santa Clara ist klar, die bringt natürlich nicht wirklich viel. Also müssen wir irgendwo schauen, wir müssen wieder Geld reinkriegen. Die Eisengüte, die Eisen, das läuft alles nicht. Aber gut, die hat einen bescheuerten Takt, ne? Gehen wir mal dahin. Schauen wir mal, welche Linie das jetzt wieder ist. Ach, das ist die Zuglinie. Oder genau. Aus den Süd nach aus den Transfer. Das hier müsste aus den Süd sein, richtig? Nein, das ist Madison Süd. Das hier ist aus den Süd, ne? Oh ja. Da wartet aber nichts. Und der hat eine ziemlich kleine Produktion. Ah, das war wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee, was wir da gemacht haben. Nee, da kommt ja so gut wie nichts an hier. Da wartet eins, der baut auch nicht richtig aus. Das war, glaube ich, da bauen wir es richtig schön Verluste rein. Das ist nicht gut. So, der produziert schon mal 3. Da wartet aber auch nichts. Ah, da müssen wir schauen. Das ist uncool. Wir laufen ja immer mehr ins Minus. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwas überlegen, dass wir wieder ins Plus kommen. Jetzt hätten wir hier ganz kurzfristig Plus und dann ist der nächste Monat, wir sind wieder im Minus. Das heißt, wir versuchen es trotzdem hier in Fort Worth weiterzubauen. Andere Chance haben wir jetzt gerade gar nicht und dann hoffen wir, dass wir uns wieder Geld herholen. Dann bauen wir mal hier eine hin. Vielleicht sollte ich mal hier kurz auf Pause gehen, weil wir gerade ein bisschen Geld haben. Das ist natürlich jetzt alles andere als spaßig. So, also einmal Bus, zweimal Bus meine ich, dann gehen wir hierher mit dem Bus. Machen wir hier noch eine. Wir bauen hier noch eine hin. Und dann fahren wir mit dem Bus hier rein. Hier hin. Und so würde ich mal sagen. Da ist die Tramabdeckung. Und dann bauen wir hier eine Bushaltestelle hin. Ja, und die müssen laufen. Ne? Die müssen laufen. Unser Bus fährt dann noch einmal hier hin. Ich weiß, da ist noch nichts, aber das könnte gut gehen, theoretisch. Und dann machen wir das mal so. Jetzt brauchen wir noch ein Straßenfahrzeugdepot. Kollision bei Terrain gleich. Wo bauen wir denn das hin? Ist ja eigentlich egal.
Bauen wir es dahin. Da ist es doch ganz hübsch. Okay. Halt, wir müssen noch eine neue Linie. Wir müssen ja noch eine neue Linie basteln. Sonst geht es nicht. Also wir fahren von hier nach da, nach da, hierhin, hierhin, hierhin. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und die hier. Und nennen die jetzt einfach mal ÖPNV. Und ich hoffe, dass das dann auch alles funktioniert, was ich hier gerade brauche. ÖPNV. Fort Worth. Worth 2. Nennen wir das jetzt mal. Genau, und dann kaufen wir uns hier ein paar Postkutschen. Ich würde mal sagen, so viel wie wir können. Das sind wahrscheinlich genau 2 Stück, super. Ja, dann lassen wir es jetzt wieder laufen. In der Hoffnung, dass noch ein bisschen Geld reinkommt. Ich hätte eigentlich schon gern hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hahaha. Okay, wir belassen es mal bei 7, es muss reichen. Und da gehen wir auf alle da drauf. So, und dann sollten die hier eigentlich rausfahren. Und unsere Strecke bedienen hoffentlich. Und wir kommen hoffentlich wieder ein bisschen besser ins Plus. Es würde uns nicht schaden, ne? Ja, schaut, er versucht hier schon Leute mitzunehmen. Also da steht auch schon einer. Ah gut, das ist aber die Trambank gewesen. Ne, beides, ne? Da fährt unser Bus, da wartet schon einer. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass Fort Worth hier unseren... die Zahl hier dann mal ein bisschen ans Steigen kommt. Und nicht ans Fallen, wie jetzt schon wieder. Jo. Güterbedarf ist leider auch gedeckt. Das heißt, wir füttern ja eh schon an, aber... vielleicht sollten wir es versuchen zu vergrößern. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf Fort Worth konzentrieren, weil wir da eh schon drin sind. Eisenhütte. Öl. Nichts da. Nichts da, was man irgendwie brauchen könnte. Das ist schon echt schlecht, ne? Haben wir irgendwo Eisen wenigstens in der Nähe? Nee, nix. Da hätte man Eisen. Und da hätte man Kohle. Und wir könnten jetzt versuchen, hier in die Straße, dass wir, ja, das probieren wir, oder? Wir können momentan, ja, wir haben kein Geld, das ist echt blöd und ich wollte eigentlich jetzt keinen Kredit unbedingt aufnehmen. Ja, schauen wir mal, was wir auf den Linien noch so treiben können. Eisengüter Austin. Ja, die läuft halt einfach mal schlecht, die Linie momentan. Da können wir nichts machen. Da können wir echt nur hoffen, Jahresende, okay, dass hier ist dann endlich mal mehr passiert. Oder hier, ich meine, der macht 2 Produktionen, das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz hier, ne? Wir können ja mal kurz Cargo anschalten, damit wir mal sehen, was hier so passiert oder auch nicht passiert. Ja, da ein Eisen. Das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Ah. Hier wartet eine Kohle, oder? Ja, super, eine Kohle. Vielleicht müssten wir... Ja, wie denn? Eigentlich müssten wir schauen, dass wir mehr Dinge auf die Straße bringen. Haben wir vielleicht noch irgendwo, wo wir Eisen nutzen könnten? Das ist also alles zu weit weg. Hä? Schwierig, schwierig, muss man echt sagen. Ja, das ist jetzt blöd. Ich meine, ich hänge hier voll im Minus ab. Wir können nichts machen. Ich meine, die müssen halt mal ein bisschen besser ins Arbeiten kommen. Ja, und der Zug, der fährt hier dann wegen einem Eisen spazieren. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn. 2. Na, immerhin. Aber trotzdem, das ist an sich noch zu wenig. Hm. Und unsere Pferde hier, die transportieren ja auch nichts, oder? Nee.
Hast du nicht sowas geladen? Nee, auch nicht. Ja, okay, da habe ich mich, glaube ich, echt übernommen mit dem Zeug hier. Also das Eisen ist hier nicht wirklich gut. Der Zug hier ist auch nicht wirklich gut. Da habe ich mir mehr versprochen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich mir echt mehr versprochen. Und die Güter hier nach Clarksville, die sind auch nicht so der Hit. Aber ich glaube, das ist einfach, weil auch die Strecke zu lang ist. Ich meine, die haben auch einen bescheuerten Takt, ne? Mit 3 Minuten, das ist schon... Ja. Da hätten wir auch noch Eisen. Wir könnten... Ach, das ist doch bescheuert. Machen die überhaupt schon irgendwas? Ja, eins bauen die. Die Idee, die mir gerade kommt, ist, wir könnten jetzt das Eisen hier unten auch hier rauf schaffen. Aber das ist natürlich auch... Ja, ich meine, schau mal, ich rutsche mal mehr ins Miese. Ich muss was tun. Ich glaube, als erstes muss ich meinen Kredit besorgen, damit ich hier wieder was machen kann. So, und da steht Zeug rum, wie blöd. Clarksville braucht zu lang. Das heißt, wir müssten auf die Clarksville noch ein paar Straßenfahrzeuge bringen. Das werden wir uns nicht leisten können. In den nächsten 100 Jahren nicht. Ja, das ist jetzt echt. Ich meine, hilft nichts. Wo ist es? Wo ist denn die Bank? Hier, glaube ich, oder? Kann ich hier... Wir haben schon Darlehen. Oh yeah, sagt er. Vernünftiges Fahrzeug. San Diego Electric Trolley. Elektrische Straßenbahn verfügbar. Auch gut. Bringt uns nur nichts. Ich denke, wir werden uns mal massiv Geld leihen, weil wir kommen ja nicht mehr raus. Also mache ich das jetzt. Ich leihe mir mal so viel Geld, dass wir hier 4 Millionen Miese haben. Gut, dann heißt, wir kaufen als erstes ein paar Straßenfahrzeuge hier. Die Güter fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nochmal. Die bringen wir alle auf die Clarksville-Strecke, weil die ist... ja, es hat einen besseren Takt. Das mit dem Eisen hier, da müssen wir eigentlich auch noch schauen. Das ist hier alles noch nicht wirklich gut. Also ich versuche es hier mal ein bisschen die Strecke noch zu optimieren in der Form, dass wir einfach mehr Fahrzeuge draufbringen, dass das Zeug besser angenommen wird. Ja, 2 Stück, das ist zu wenig. Vielleicht sollten wir auch mal 2 Züge machen. Also ich bringe jetzt hier noch ein paar Güter auf die Straße, hoffe ich. 1, 2, 3, 4 nochmal. Das ist jetzt Eisengüter Austin. Dann... Ja, der Takt schaut eigentlich doch ganz gut aus hier. Das ist Eisen Madison, müsste es sein. Mit 70 Sekunden. Macht eigentlich schon Sinn, aber ich glaube auch da werden wir es einfach... Wir probieren es. Mai, wenn es ist, dann haben wir irgendwann Pech gehabt und dann geht nichts mehr. Wäre zwar schade... Ach Mann, ich werde da noch eins kaufen. Mein, was mache ich denn? Dann wäre es zwar schade, wenn wir hier pleite gehen. Ja, mein Gott, dann sind wir pleite gegangen. Hilft nichts, ne? Aber vielleicht kriegen wir es ja noch gebacken. Was ja richtig cool wäre, wenn wir es hinkriegen würden. Eisen Madison 1. Und dass die hier mal in Betrieb kommen. Die, wenn der mehr produzieren würde. Ja, vielleicht produziert er auch mehr, wenn wir es dann mal mehr wegschaffen. Weil ich meine, der Zug, der packt ja wirklich viel weg. Da müsste auch nochmal was ankommen hier. Schauen wir mal. Der hat immer noch 2 Produktionen. Und die da oben müssten auch mal mehr machen. Da haben wir jetzt 2 Kohlewarten. Der muss auch noch besser werden. Ah, der ist schon auf 3 raufgegangen jetzt. Okay, das heißt, da läuft's an. Sehr schön. Ah ja, Mai, weil wir jetzt eh gerade nichts tun können, verfolgen wir doch mal hier unseren Zug ein bisschen. Ja, ach nee, das war jetzt wieder nichts. Oh, fang ihn. Nein, ich fange ihn nicht. Hier. So, da la.
Und jetzt haben wir schon wieder ein Autosave, alles klar. Ja, okay, also ich hoffe, dass wir jetzt dann wieder ein bisschen mehr ins Plus kommen mit allen Sachen. Ich werde das jetzt zwischen der Folge und der nächsten Folge ein bisschen beobachten, einfach mal weiterlaufen lassen. Ich hoffe nicht, dass zu viel passiert, dass ihr zu viel versäumt. Aber wir werden jetzt einfach mal schauen, ob es ans Laufen kommt. Ne? Und jo, dann sage ich mal, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal doch einen Daumen da, einen Kommentar, was könnte ich besser machen hier. Ich könnte es, glaube ich, echt mal ein paar Tipps brauchen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.